Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich habe schon mal angefangen, mir einen Gegner zu suchen, denn der Weg nach Titan ist wirklich, wirklich lang und ich weiß auch gar nicht, wie viele Wochen ich da jetzt dran sitze, denn ich verliere mal ein paar Pokale, gewinne natürlich ein paar Pokale und versuche immer natürlich Gegner mitzunehmen, die relativ hoch hier gerankt sind, also mit vielen Pokalen. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Klar, Rathaus 11er ohne Ende, aber bei den Rathaus-10ern, da wird es dann schon ein bisschen schwierig und ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem einfach mal hier rein mit unseren Hexen und den Mass-Bowlers hier. Aber ein paar Riesen schicken wir da hier natürlich auch mit rein und unsere Helden dahinter und dann gucken wir mal, wie sich die Truppe hier durchschlägt. So, hier haben wir schon mal einen Sprung rein, mal gucken, ob da was reinspringt oder auch nicht. Und dann brauchen wir ein bisschen Wut hier. Da springt im Moment noch nichts rein, das macht aber nichts an der Stelle. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo unsere Helden hierher rennen. Hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar Riesen noch mit ein paar Bowlern unterwegs, denn wir müssen hier für unsere Walküren in jedem Fall einen Funnel schlagen. Mal gucken, ob der Funnel jetzt schon da ist. Ja, der Funnel ist im Moment, jetzt ist er schon da. Das ist natürlich super. Und dann freezen wir hier einmal und setzen hier nochmal einen Jump rein. Dann müsste das eigentlich was werden, denke ich mal. So, mal gucken, dass die Lade gleich noch weg ist. Oder wir machen hier einfach jetzt unseren Babydrachen raus. Jawohl, Rathaus ist weg. Dunkle haben wir auch. Ja, ihr seht, das brauche ich nicht wirklich. Entschuldigt bitte, ich habe gerade ein bisschen nach unten gesprochen. So, dann zünden wir hier auch unsere Queen. Und dann haben wir hier unseren ersten Angriff im Sack. Mal gucken, wir haben 2 Sterne, 70%. Das ist natürlich super. Und ich denke mal, wir kriegen hier für einen vollen Angriff 19 Sterne. Also etwas mehr als die Hälfte werden es. Ich glaube, es wird dann ein Drittel werden. Das heißt also 9 Sterne, 10, 11 Sterne müssen es werden. 11 oder 12 Sterne. Müssen wir mal gucken. Oh, hier schlagen sich noch die Skellies durch. Ob die jetzt noch was schaffen? Ich glaube mal nicht. Ich glaube nicht, dass die noch was schaffen. Oh, 13. Okay, 13 Stück. Gar nicht mal so schlecht hier auf dem Weg zu Titan. Denn ich war, glaube ich, das ist noch nicht ganz mein Höchstergebnis. Ich war schon ein höher auf 3,944, aber gucken wir uns mal den nächsten an. Ich baue schon mal exakt die gleiche Truppe hier nach. Ich habe den Gift jetzt nicht benötigt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt ein bisschen gesucht und meine Armee ist jetzt schon ein bisschen länger fertig. Also ich werde euch am Ende mal sagen, wie lange ich eigentlich gebraucht habe, um diese Folge hier zu machen. Denn Helden regenerieren immer länger, als dass die Truppen hier brauchen zum Kämpfen. Aber wir nehmen diesen hier jetzt mal mit und ich weiß zwar noch nicht, wie ich ihn mache, aber ich denke mal, wir starten wieder mit 2 Hexen jeweils auf diesen Seiten hier mit 2 Bowlern, um einen Funnel an der Stelle zu schlagen. Und zwar für, was haben wir drin? Jawohl, wir haben wieder Riesen drin, das ist super. Die können wir hier rauslassen mit unseren Helden gleich dahinter den restlichen Hexen und dann gucken wir mal, ob wir die Mauer aufkriegen. Das mache ich immer so ein bisschen blind. Gehen die wohl rein? Ja, die gehen rein. Dann kann ich hier auf jeden Fall einen Sprung setzen. Gucken wir mal. Ah, er hat einen Lava-Hund da drin und einen Loon. Der Loon tut uns natürlich böse weh. Also müssen wir den auf jeden Fall giften an der Stelle. Und jetzt hauen wir hier mal einen Wut rein. Und da auch nochmal einen Sprung. Mal sehen, wie weit unsere Truppen hier kommen. Ich denke mal, ich kann hier einfach mal meine Valkyren mit rein spammen. Die müssten hier eigentlich mit reingehen. Und hier an der Stelle giften wir einfach jetzt mal. So, wo sind denn meine Valkyries? Da sind sie. Da sind die Valkyren. Okay. Ah, jetzt ist erst der Loon unten. Also hat ein bisschen gedauert. Ist aber nicht so tragisch. Wir haben noch nicht den Stern, aber wir haben hier noch unser Babydrachen, der uns hoffentlich den Arsch rettet. Mal sehen, ob wir den Inferno noch packen. Na, packen wir den noch? Nein, die geht aufs Rathaus. Oh, nee. Das dauert jetzt natürlich lange. Aber mal sehen. Schaffen wir das Rathaus noch? Jawohl, wir schaffen das Rathaus. Super. Super gemacht an der Stelle. Und dann kann ich, denke ich mal, hier nochmal meinen Babydrachen rauslassen. Ah, wir haben den Inferno sogar geschafft. Wenn die jetzt natürlich noch die La schaffen würde. Oh, schafft sie sogar, aber mehr nicht.
Okay, dann ist jetzt gleich der Babydrache. Sicherlich vom Tesla-Reif. Da haben wir jetzt nicht so viel Elex mitgenommen. Ist nicht so schlimm, aber wir sind schon wieder kurz vor 5 Millionen Elex und haben über 3 Millionen Gold. Das heißt also, mit meinem Bonus, den ich bekomme und mit dem, was ich in meiner Clanburg habe, kriege ich sicherlich eine Mauer gemacht am Ende der Folge hier. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir ja nicht den vollen Bonus erreicht, weil wir nicht die 70% erreicht haben. Das macht aber nichts. Wir haben immerhin wieder gewonnen, haben ein paar Pokis dazu gewonnen. Und ich bin jetzt schon mal auf meinem Höchststand. Also ihr seht, wie lange das hier oben dauert. Und ich kann natürlich zwischendurch auch gerne mal einen R9 machen. Aber ja, der gibt dann auch nur 4-5 Pokis. Also bis gleich. So, hier haben wir jetzt mal richtig einen gefunden, der richtig Pokale hat. Also ran an den Speck hier, ran an die Made. Und dann gucken wir mal, ob er etwas in der Clanburg hat. Wie kann ich das jetzt am einfachsten anstellen? Ich glaube, indem ich hier mal Mauerbrecher droppe. Okay. Mal gucken, ob da noch mehr drin ist. Oh, da sind ganz, ganz viele Loons drin. Okay. Das ist natürlich doof. Dann ziehen wir mal einen Bowler. Aber ich glaube, so kriegen wir den Rest nicht. Okay, da werden ja in jedem Fall noch 2 Stück drin sein. Schade eigentlich auch. Ich will ja jetzt nicht alle Mauerbrecher hier verbrauchen. Aber mal gucken. Okay, einen haben wir noch. Und kriegen wir noch einen? Ah, da ist der Rest. Das ist natürlich super. Okay, dann gehen wir hier mal mit unserem Babydrachen vor. So, die paar giften wir hier mal. War vielleicht mit dem Babydrachen jetzt auch ein bisschen... Oh, das war doof mit dem Babydrachen. Shit, das war blöde mit dem Babydrachen. Okay, ist aber nicht so schlimm. So, dann machen wir es halt so. Dann müssen wir das halt so machen. Und den Rest hier gleich giften. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Denn ich habe nur noch 3 Sprung hier für meine 3 Mauerbrecher. Entschuldigung, 3 Mauerbrecher gehabt. Oh, oh, oh. So, jetzt hier die ganze Masse an Hexen rein. Und dann hoffen wir mal, dass die hier jetzt stramm durchmarschieren. Oh, mein King ist schon leicht angeschlagen hier. Ist aber nicht so schlimm. Wir hauen hier schon mal jetzt einen Wut und einen Sprung rein. Dass es hier jetzt ein bisschen um die Ecke reingeht. So, okay, da geht jetzt nicht unbedingt irgendwas rein, aber der Inferno ist down, das ist super. Das ist super. Und unser Funnel, ja, der läuft noch, unser Funnel läuft noch. Sieht noch ganz gut aus. Schauen wir mal, ob wir jetzt schon das Rathaus erreichen. Ich sehe das im Moment nicht, wo meine Walküren hinrennen. Ah, ne, die rennen noch scheiße, die Walküren. Da muss in jedem Fall noch so ein kleines bisschen mehr passieren. Ich glaube, jetzt haben sie das Rathaus an der Stelle hier angepeilt. Super. Jawohl. Ja, ich hätte den Sprung da hinten setzen sollen. Mist. Aber mal sehen. Vielleicht nehmen sie noch mit den Sprung. Ich muss jetzt echt mal wieder wirklich, wirklich leise werden. Okay, der Sprung war essig. Ah, der Anfang war doof. Aber ist nicht schlimm. Wir haben hier 2 Sterne und ich denke mal, wir nehmen jetzt auch ganz gut was an Pokalen mit. Schon wieder mistig. Das war blöde. Da habe ich mich nicht tief genug konzentriert, Leute. Aber meine Hexen machen noch ein paar Pokis hier. Na, komm. Machen die noch ein paar Prozent? Ja, 20 Sekunden noch. Da geht jetzt nicht mehr so super viel. Aber vielleicht hinten noch das dunkle Lager. Mal schauen. Das schaffen wir noch, jawohl. Und noch vielleicht den Sammler hier, den Goldsammler. Ah, ja, die Hexen machen schon ganz gut Schaden auch. Aber alleine. Mal gucken. Schaffen die Kanone noch? Nee, packt die leider nicht mehr. Aber ist nicht so tragisch. Wir haben ganz gute Pokale, glaube ich, jetzt gemacht. 16 Pokale, Donnerwetter. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Denn jetzt sind wir auf 3,965. Okay, also wir nähern uns langsam, aber sicher den 4000. Und ich würde sagen, ich fordere eben mal eine Def an. Ich habe nämlich eine fertig. Und dann schauen wir uns auch noch eine Defense an von mir. Mal sehen, ob ich die live reinkriege. Aber ich denke mal, das hat bisher eigentlich auch immer funktioniert, dass ich hier eine Def mit reinkriege. So, hier habe ich einmal angefordert. Da muss ich mir schnell selber spenden hier. Und ein Giftzauber. Ja, okay, das können die anderen machen. Dankeschön für den Giftzauber. Und dann sehen wir uns gleich bei der Def wieder. Hier bei der Def muss ich natürlich jetzt dazu sagen,
Meine Queen braucht jetzt noch 26 Minuten, die ist dann vermutlich bei der DEFRA, doch sie ist gerade noch so dabei. Wir machen das auch mal anders, damit ich nachher gleich wieder anfangen kann. Ich remove das jetzt mal und mal sehen, ob ich hier live eine Dev auf meine Base reinkriege. Ich lasse die Helden jetzt mal so, wie sie sind, das ist mir egal, denn ich will hier Pokale gewinnen. Also bis zur Defense. So, ich glaube, ich habe meine Dev drin. Ihr seht jetzt nur gerade einen schwarzen Ladebildschirm, da komme ich jetzt rein. Das müsste jetzt meine Dev sein. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, 2 Minuten. Okay. Donnerwetter. Oh, Max R11. Alles klar, Leute. Alles klar, Leute. Das Gute ist, der kriegt nicht so viel Pokale von mir. Auch wenn er mich jetzt abräumt hier. Je nachdem, wie weit er mich abräumt. Räumt er mich 100% ab, kriegt er natürlich ein paar. Räumt er mich nicht 100% ab, dann sind es auch nur ein paar Pokale, die ich verliere. Meine Dev ist noch ganz gut, okay. Der Drachen und der Bibi-Drachen halten hier ganz gut die Fahne. Jawohl, das sieht noch gut aus. Ah, jetzt rüttelt er da irgendwas. Ich weiß auch nicht was, aber vielleicht weiß er nicht, dass Lager nicht mehr gerüttelt werden können. Und kommt jetzt aber unten noch mit seiner ganzen Masse Bowler rein. Hat auch noch den Warden dazwischen, glaube ich. Und beide Helden, okay, das werden 100%. Da kann ich mich nicht gegen wehren. Aber mal sehen, wie viel so ein Elfer bei mir mitnimmt. Ich meine, ihr seht es jetzt selber. Ist ein Max RA11 aus Titan 3. Da will ich ja hin. Und ihr seht, ist halt... Oh, jetzt hat es nochmal die ganze Masse zerrissen. Aber der Bowler, ja, das Dunkle kann er ruhig alles mitnehmen. Die anderen Sachen, ja, die sind jetzt schade. Ich habe jetzt vorher auch keine Mauer mehr gemacht. Die wollte ich danach meinen nächsten Angriff machen. Ich mache in jedem Fall heute noch Angriffe. Denn einmal will ich sicherlich noch verteidigen. Oh, 99%, okay. Und 1,15 noch über. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber macht nichts. Macht nichts. Ich mache hier ganz fröhlich weiter. Also mein Weg nach Titan wird noch etwas dauern. Und wir sehen uns aber morgen in einer weiteren Folge mit Dorf besuchen. Denn meine Datei wird immer länger. Ich muss sie dringend abarbeiten. Okay, 14 Pokale, da können wir mit leben. Wir sind immer noch bei 3.951. Und meine Helden waren übrigens geboostet, deswegen waren sie auch da. Aber ihr seht ja, gegen so einen Max RR11, was willst du da machen? Die schnappen sich halt die Zehner. Und ach, ich kann immer noch eine Mauer machen. Aber was ich noch viel wichtiger machen kann, wo war ich gerade stehen geblieben? Bei Dorfbesuche. Meine Datei wird immer länger. Ich muss unbedingt ein paar Dörfer besuchen. Also, ich habe auch ein bisschen was für die Zwischenschnitte wieder dabei. Und was ich aber hier machen wollte, ist eigentlich, ja, tatsächlich, ich will jetzt mal die Kampfmaschine machen im zweiten Dorf hier. Und ich würde sagen, die 900.000 gönnen wir uns jetzt einmalig. Und das dauert ja auch ein bisschen, 12 Stunden. Dann hauen wir hier die Glocke nochmal an. Denn in den Stunden sind auch meine Babydrachen fertig. Dann kann ich zwar nichts weiter forschen, erstmal ist nicht so schlimm, aber ich kann danach weiter bauen. Denn ich habe meine gesamten Lager jetzt endlich fertig, also die kleinen Sammler. Und würde dann vermutlich die Luftabwehr weiterbauen, weiß ich noch nicht. Aber wir sehen uns dann in dieser Woche. Ich halte euch immer kurz auf den Laufenden hier, aber keine volle Folge. Bauarbeiterdorf, ich glaube, das lohnt sich immer noch nicht. Erst wenn ich die Kampfmaschine habe, werde ich die natürlich mit euch testen. Also bis dahin, euer Toto. Clashed.